Hallo, liebe Leute da draußen, ich bin euer Airbrush-Meister. Scheiße, ist das heiß. Da muss ich gleich mal ausziehen. Hier ist ja mit schöner Deadpool-Bademantel. So einen Scheiß muss man haben. Ich komme mir in dem Dinger eher vor wie so ein. Wie nennen die Viecher sich? Ja, was? Oder? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare so. Blödsinn mal schon mal gleich mal beiseite. Herzlich. Verschlucke ich mich gleich schon mal. Herrlich. Oh. So beginnt man einen Opener. Genau so und nicht anders, ihr Lieben. Und jetzt nochmal offiziell. Herzlich willkommen bei Dave's Art of Air, dem Meister aller Airbrusher, wie ihr im Intro schon vernommen habt. Ja, Meister. Und ich sehe gerade die ganze Kamera. Ja. So. Ah, heute läuft's. So. Und zwar haben wir heute wieder ein wunderschönes Tutorial für euch am Start. Und zwar haben wir letzte Woche den Luke und Vader da hinten gemacht. Sehr cool. Sehr anfängerfreundlich. Da kann man wirklich gut einsteigen und viel daraus lernen. Und ich habe mir gedacht, hey, jetzt haben wir so einen Anfängerteil gemacht. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch was Fortgeschrittenes, was Profimäßiges. Dann habe ich mir einfach gedacht, ich haue einfach mal so ein fettes Porträt raus. Habe ich jetzt im Detail auch noch nicht gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das doch einfach. Schaut es euch einfach mal hier im Detail genauer an. Und ja, da sind sehr viele Details drin. Das ist wirklich extrem detailliert und schön mit Farbe. Und also da könnt ihr richtig, richtig viel lernen. Auch wenn ihr nicht so, wenn ihr noch nicht so versiert seid oder so, dann macht es einfach wie der Nils, der hat die Details beim Skull, bei dem hier, einfach runtergeschraubt, ein bisschen auf sein Level, ein bisschen einfach den Grad auf Details einfach ein bisschen runtergenommen, wie beim Game, wenn man einfach so ein bisschen statt Ultra-Settings einfach so ein bisschen, einfach so ein bisschen in die Mitte switcht, damit es der Rechner noch verpackt. So genau machen wir das beim Airbrushen. Wir gehen einfach so ein bisschen runter mit den Details und dann klappt das auch wunderbar. Es hat bei ihm wunderbar funktioniert. Das haben wir beim letzten Video, habe ich euch das, glaube ich, noch gezeigt. Genau, ist jetzt schon ein Weilchen her. Und da kann man sich das so einstellen, dann passt das perfekt, ohne Scheiß. Dann habt ihr da wirklich ein Bild, aus dem ihr richtig viel lernen könnt. Also der Chaos Nips hat gesagt, er hat da mega viel gelernt, weil viele Techniken verbaut sind. Und hier ist es nicht anders. Hier sind wirklich sehr viele verschiedene Techniken mit eingebaut. Und da könnt ihr mega viel lernen. Also macht das gerne mit, wenn ihr Bock drauf habt. Oder probiert es einfach mal aus. Nehmt ein bisschen die Details runter, macht mehr Farbverläufe. Und dann passt das wunderbar. Und dann könnt ihr da trotzdem einiges lernen. Ah, so, hier und Nase, ey. Ich sag's euch, da draußen fliegt irgendein Scheiß rum. Oh my goodness. Ständig ist meine Nase zu. Ich lieb's. Macht sich besonders gut, wenn man draußen die ganze Zeit niest und rumhustet. Da hat man eigentlich immer freie Bahn. Muss ja keiner wissen, dass eine Allergie ist. So. Und genau, das werden wir machen. Das machen wir Step by Step, um das mal ein bisschen einzuordnen. Das Video wird deutlich, deutlich länger. Die längste Serie hier, glaube ich, auf dem Kanal. Weil wir haben so bei, weiß nicht mal, beim Feuer oder bei der Schrift oder selbst bei der Schlange, da habe ich so im Schnitt 40, 50 Gigabyte Bildmaterial. Videomaterial, sagen wir es mal so. Und beim Luke waren das schon an die 150, 160 Gigabyte, weil es alles hier in 4K gecaptured und so. Und das ist schon ein richtig viel Holz. Aber da merke ich schon, das wird halt deutlich mehr, weil halt auch viel mehr drinnen ist. Also kommt gerne mit auf diese wunderbare Reise. Und gebt euch das Ganze, da werdet ihr nicht nur unterhalten von mir, da könnt ihr sogar noch einiges lernen, wenn ihr da dran bleibt. Und die nächsten Freitage sind auf jeden Fall gesetzt. Und dann kann man das nämlich wunderbar machen. Und ja, das Bild ist wunderschön. Also ich finde es sehr cool gelungen. Und sind auch ein paar Fehler drin. Ich habe richtig, ab der Mitte habe ich richtig Scheiße gebaut, um ehrlich zu sein. Da musste ich fast wieder von vorne anfangen. Aber das erzähle ich dann, wenn wir so weit sind. Da will ich natürlich nicht alles vorwegnehmen. Und
wird auf jeden Fall spannend. Also seid auch gerne dabei, wenn ich es nicht so gut hinbekomme. Ist auch alles dabei. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Rückschläge. Und genau, das machen wir. Ihr könnt mich noch ganz, ihr lieben Leute da draußen, könnt mich ja noch gerne unterstützen. Dafür schaut einfach mal in die Infobox in jedem Video rein. Affiliate-Links, da könnt ihr mich kostenlos unterstützen und den ganzen anderen Käse. Schaut also, wie gesagt, gerne mal rein und kommt gerne ins Discord rein. Discord ist eine Plattform, wo man sich nochmal austauschen kann. Da kann man auch mit dem Headset miteinander quatschen etc. Da könnt ihr eure Bilder teilen, also alles Mögliche. Und das könnt ihr auch auf dem Handy benutzen als Handy-App. Da könnt ihr auch mit normalen Kopfhörern und Mikrofon könnt ihr da auch einfach mitschwätzen, wenn ihr da Bock habt. Da könnt ihr euch gegenseitig helfen und euch austauschen. Eigentlich eine coole Plattform. Und da tummeln sich ja schon so ein paar Ganoven. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Also kommt da gerne auch noch mit rein. Dann haben wir alle ganz viel Spaß. Also ich tummel mich da ganz gerne ganz viel rum und habe da auch schon lustige Abende erlebt. In der Regel bin ich am Samstag immer von 19 bis 20 Uhr immer online. Auch unter der Woche, da abends gucke ich da immer mal rein oder hänge da mal so ganz traurig und alleine im Chat rum. Deswegen guckt da gerne rein, keine Scheu. Das wollte ich noch sagen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, flitzen wir gleich zum Maltisch. Sodale. Und da hat sich einfach mal die Kamera abrupt verweigert und hat sie einfach ausgeschaltet. Da habe ich mir gedacht, das passt doch gerade ganz gut. Und somit herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Tutorial. Wie ihr schon seht, habe ich das Ganze wieder auf einer schwarzen Leinwandkarton. Einmal mit der schwarzen Acrylfarbe von der Schminke vorgrundiert und dann anschließend das Ganze vorgezeichnet mit einem weißen normalen Buntstift. Und jetzt fangen wir wieder eben ganz klassisch an mit einmal der Schminkefarbe, schön ein deckendes opakes Weiß mit Wasser verdünnt, damit die Farbe einfach schön smooth und gängiger ist. Und dann können wir nämlich eigentlich schon direkt loslegen. Wir haben natürlich eine Gun für Weiß und eine mit einem deckenden opaken Schwarz. Und somit können wir schnell on the fly die Farbe hin und her wechseln und können dann einfach schön Step by Step schön arbeiten. Aber bei so einem großen Porträt und generell hier arbeite ich jetzt nicht zwangsläufig einfach alles mit Weiß vor, sondern gucke auch, dass ich dann so bereichweise das Ganze dann ein bisschen fertig bringe. Und dann auch immer wieder mit Schwarz die Schatten und Kontraste setzt, damit ich einfach besser vorankomme. Was jetzt natürlich hier so, sag ich mal, das größte Ding ist, ist einfach die Poren von der Haut. Die versuche ich hier jetzt einzuarbeiten in das Ganze. Wir haben hier nämlich einmal die Poren und einmal die Barthaare von dem Ganzen. So leicht ein 3-Tage-Bart. Boah, ich muss gleich niesen, ey. Oh. Boah, so ein Niesreiz. Das ist ja grauenhaft, ey. Boah, meine Nase, das gibt's ja gar nicht. Oh, kennt ihr das, wenn man so niesen will und es dann aber gerade doch nicht klappt? Oh, da ist man kurz so vom Höhepunkt und dann kommt es halt doch nicht, oder? Hat jeder schon erlebt. Geiler Scheiß. Ja, hier schaut's mal. Die AL Plus, die habe ich ja mal in meinem Ultraschallreiniger und der reinigt richtig gut, aber manchmal lösen sich da so ein bisschen die Schraube unten vor allem. Wenn man Luft gibt, kommt ständig Luft und das kann man unten einfach mit dem Schraubenzieher nachjustieren und dann geht die Gun einfach wieder. Und dann kommt auch nur Luft, wenn ich auf den Hebel drücke und dann passt das nämlich. Da kann man nämlich da schön weiterarbeiten. Und wir machen das natürlich jetzt hier ähnlich wie beim Skull. Beim Skull haben wir die ganzen Poren von dem Schädel eingearbeitet. Hier machen wir halt die ganzen Hautporen und die ganze Geschichte von Hand. Man kann das natürlich auch... Ja, Entschuldigung, hier, ich muss mal einmal etwas trinken. Ah, so. Ja, man kann das natürlich auch mit Schablonen machen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit dem
Chaosnips mich drüber unterhalten, dass der eine Hautporenschablone hat, die ich gar nicht schlecht finde. Die ist, die sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Die hat eigentlich, die, ich glaube, die könnte man hierfür, hätte man die, glaube ich, auch ganz gut einsetzen können, damit das einfach vielleicht für nicht so Fortgeschrittene vielleicht etwas einfacher ist. Oder auch generell, das hätte wahrscheinlich hier auch einfach noch einen Ticken besseren Effekt zum Highlighten gegeben. Das hätte ich zum Beispiel auch, glaube ich, ganz gut benutzen können. Einfach so zum Highlighten. Am Ende, dann kann man sich da auch noch mal ein bisschen was sparen und dann sieht es noch mal einen Ticken realistisch aus. Aber wie gesagt, ich habe sowas jetzt gerade nicht da und habe das jetzt einfach mal, so gut es mir möglich war, von Hand probiert mit der Airbrush und arbeite hier eben einfach die verschiedenen Strukturen der Haut ein. Und ja, da arbeiten wir uns einfach Step by Step voran. Und ich bringe auch hier und da ein bisschen Farbverläufe und dann gebe ich wieder ein bisschen Details rein und dann mache ich wieder Farbverläufe und so, dass es halt einfach gut passt. Und dann sollte das auch ganz gut klappen. Und da machen wir jetzt natürlich erstmal einiges mit Weiß. So, jetzt erstmal Frau und Kind weggeschickt. Das ist der Klassiker. Die sind den ganzen Tag nicht hier hinten in meinem Kapuff in der Nähe oder so, aber kaum habe ich das Mikrofon eine Millisekunde angeschlossen und mache hier schön das Voice-Over, gibt es die Aufräumen-Krawall-Aktion schlechthin. Also das ist wirklich, das ist einfach wieder Paradebeispiel, das ist einfach wieder herrlich. Und genau, jetzt machen wir, jetzt haben wir wieder schön die Ruhe, ja. Ich habe die Ruhe. Und jetzt können wir nämlich hier wieder uns schön vorarbeiten. Ich gucke halt immer bei so einem Porträt, dass ich zeichne mir das Ganze ja ein bisschen vor und dann färbe ich das auch ein und dann mache ich das auch, dass es halbwegs gut hinhaut. Und dann muss ich ja auch immer schauen, dass ich das auch selber nicht so verliere. Also, dass ich das Referenzbild immer an der Hand habe und immer schon schaue, wo sind die Schatten. Da lasse ich natürlich mehr Luft und oder weniger, gebe ich weniger Weiß, damit es schon im Vorfeld ein bisschen schon einfach in die Richtung Schubs, in die ich das haben möchte. Und genau, das ist eigentlich immer noch ganz sinnvoll, einfach die Stellen schon etwas freizulassen. Da tut man sich einfach selber leichter fürs Auge. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und dann passt das nämlich. Und dann ist das nämlich auch gar nicht, dann tut man sich einfach generell etwas leichter. Was ich jetzt hier bei dem Porträt eigentlich ganz spannend finde und auch für euch sicher auch ganz interessant, einmal, dass wir es natürlich komplett farbig machen. Ich denke, das wird viele interessieren, wie man dann Hauttöne mischt und sowas. Das zeige ich euch alles in den Videos hier. Das mache ich alles. Erkläre ich euch ganz genau. Was ich aber hier ganz spannend finde, wenn ihr jetzt mit der Farbe zum Beispiel jetzt noch keinen Bock habt oder da einfach nicht die passenden da habt oder, dann könnt ihr auch einfach das Ganze schwarz-weiß lassen. Ich meine, da hat man jetzt die Möglichkeit, wir machen das eigentlich quasi einmal. Einmal könnte man das quasi auch komplett schwarz-weiß so lassen, wie es ist. Und dann müsst ihr den Einfärbestep eigentlich nicht mehr machen. Und dann habt ihr da eben im Endeffekt schon auch ein fertiges Bild. Und das sieht ja eigentlich auch in schwarz-weiß schon richtig, richtig nice aus. Also das könnt ihr euch dann überlegen oder euch optional dann machen, wenn ihr das Gefühl habt, ah, dann wird es mir vielleicht doch noch ein bisschen ticken zu schwierig, weil hier so Porträts mit Farbe und so ist auch gar nicht so ohne. Habe ich fälschlicherweise gemerkt. Und deswegen könnt ihr euch da das selber aussuchen. Und wie gesagt, dreht einfach schön den Detailgrad runter hier, wenn euch das hier alles noch zu schwierig ist. Macht eher Farbverläufe. Ihr kriegt ja das Referenzbild von mir sowieso. Das ist jetzt hier nachher in der Infobox zum Runterladen, das komplett fertige Bild für euch. Und dann ladet ihr das euch runter, dann könnt ihr euch das am PC auch schwarz-weiß machen oder am Handy und dann habt ihr da eine Vorlage, mit der ihr auch arbeiten könnt. Und dann macht ihr einfach mehr Farbverläufe und weniger Details, dann klappt das auch schon ganz gut. Also das ist alles, kann man sich selber schon ganz gut helfen, um sich das etwas leichter zu machen einfach. Und ihr seht, ich arbeite schon jetzt hier mega viele schöne Details rein, weil ich das halt einfach ein bisschen, nicht unbedingt fotorealistisch, aber einfach etwas realistischer haben möchte. Und wenn ihr schon im Opener die ganzen Videoschnipsel gesehen habt, dann, ich habe mir natürlich den Luke jetzt geschnappt aus der Serie The Mandalorian.
ist zwar nicht mehr der echte, er ist ja computerbearbeitet, aber das Bild, was ich da gefunden habe, fand ich schon ganz cool. Also das Bild, was wir jetzt hier machen, das hat mir eigentlich ganz geil gefallen mit dem schwarzen Kutte und dem Mantel und mit dem grünen Lichtschwert etc. Deswegen habe ich mir das einfach geschnappt und ich fand das irgendwie ganz cool. Ich finde auch die Serie sehr cool. Also, die ist sehr sehenswert bei Disney Plus. Einer der wenigen Sachen, die bei Disney Plus nicht schlecht sind. Die haben ja noch nicht so viel. Und ja, gut. Meine Kinder profitieren von Disney, mit den ganzen Disney-Filmen. Ich meine, mit dem ganzen Kram bin ich ja aufgewachsen und die kann man sich schon mal ganz gerne geben. Und die feiert das natürlich ohne Ende. Das ist natürlich schon Gold wert. Oh, so, da habe ich mal irgendwie einen größeren Cut, sehe ich gerade. Da habe ich wohl vergessen, auf Record zu drücken. Ja, das passiert mir nicht mehr so oft. Ja, ich habe schon gelernt, aber ab und zu, so wie hier, passiert mir das trotzdem. Aber das ist nicht so schlimm. Hier ist jetzt nicht viel passiert. Wir haben jetzt einfach nur noch das Kinn weiter erweitert und oben vom Hals wieder runtergearbeitet. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt das Gesicht erstmal als erstes fertig haben möchte. Oder halt, sagen wir mal, die Haut. Das heißt, Gesicht, Ohren und Hals, das sind die Sachen, die ich alle fertig machen möchte. Die färben wir dann ein. Und dann arbeiten wir da weiter. Und zum Schluss, oder ja, so zum Schluss kommen dann die Haare, die Augen und der Mantel. Beziehungsweise die Augen, dann die Haare, dann der Mantel, dann das Lichtschwert. So ungefähr habe ich es, glaube ich, gemacht. Und ja, da arbeite ich jetzt auch schon mal schön den Hals schnell fertig aus, damit das einfach auch passt. Weil da haben wir jetzt natürlich überall noch Overspray und ist aber alles nicht so wild, weil wir ja hier noch mit Schwarz nachher alles schön gegenarbeiten. Da kann ich jetzt noch ein bisschen, sagen wir mal, gröber arbeiten, ein bisschen großzügiger sein. Deswegen mache ich den jetzt auch gleich mal mit. Und dann können wir nämlich hier eben schön die ganze Struktur reinbringen. Und am Hals haben wir überall so leichte, ja, Falten drin. Die versuchen wir dann einfach zu machen. Wir hatten hier weniger Licht, weil das Lichtschwert eigentlich relativ viel Licht auf den Hals wirft. Das heißt, die Schattenkante unterm Kinn ist diesmal sehr, sehr klein. Da muss man halt gucken, dass man eben die Linie jetzt hier, wenn ihr so arbeitet wie ich jetzt hier, dass ihr die eben nicht so verliert. Zur Not dann lieber mit Schwarz erstmal einen Strich nachziehen untenrum am Kinn entlang. Dann tut ihr euch da leichter. Und genau, dann arbeitet man das nämlich einmal aus. Hier kommt nämlich der Schatten dann eher von der linken Seite, weil das Lichtschwert eben rechts sehr viel Licht wirft. Und ja, die Frage, die mir auch schon gleich der Hardy gestellt hat, ob ich denn das Lichtschwert, sag ich, das Gesicht dann auch grün eingefärbt habe. Also er hat es noch nicht gesehen gehabt, aber hat dann eben gleich gefragt. Und das habe ich bewusst weggelassen. Ich habe das echt nur auf den Mantel gelegt und auf den Umhang. Ich sage kein Umhangmantel, weil mir das jetzt nachher dann wäre das, glaube ich, noch zu lang gegangen. Also ich wollte dann irgendwann, dadurch, dass ich es dann eh ab der Hälfte ja fast nochmal neu mache, das ganze Gesicht, wegen diesem Fehler, da kommen wir aber noch dazu. Ich sag's euch auch früh genug. Ihr könnt alle so arbeiten wie jetzt, da ist gar kein Problem dran. Es geht nachher eigentlich nur ans Einfärben. Da habe ich einen gravierenden Fehler gemacht und der kam mir teuer zu stehen. Aber da weise ich auf jeden Fall noch genau drauf hin. Das ist alles kein Thema, aber natürlich, so nah wie das Lichtschwert dran ist, hätte jetzt auch das Gesicht grüne Stellen gehabt, aber die habe ich jetzt einfach bewusst weggelassen, weil das sonst noch mal viel, viel länger geworden wäre, das Ganze hier. Und da wollte ich jetzt nicht noch mal so viel Zeit reinhauen für so ein bisschen grüne Lichtreflexe. Und dann war mir das doch stimmiger und habe ich gesagt, komm, dann lassen wir es lieber so. Aber ja, dadurch haben wir halt weniger Schatten am Hals etc. auf der rechten Seite und eher alles linkslastig. So, jetzt fangen wir, glaube ich, mal ein bisschen mit der Schwarz an. Und ich glaube, da wechsle ich gleich mal die Gun, weil die hier noch im Eimer war. Oder noch nicht so ganz wollte. Ich weiß gar nicht, doch, was hier beim Luke. Da habe ich schön. Ja, in diesem Bild hier, das ist richtig cool. Ich habe ja schon ein Quick-Tips-Tutorial rausgehauen.
Und da habe ich schon euch gezeigt, wie man die Gun schön aufpolieren kann. Die Nadeln. Und man, ich habe ja auch da gesagt, mit dem Polierpad und so kann man auch und der Polierpaste kann man auch die Airbrush hier selber schön von außen aufpolieren. Und ich habe vor kurzem die Airbrush gereinigt und habe die im Ultraschallbad gehabt und habe dann fatalerweise statt Glasreiniger einen WC-Reiniger genommen. Und da war das Problem, da sind mir die ganzen Chromelemente alle mega angelaufen und das sah richtig, richtig schäbig aus. Und so habe ich nach dem Nadelpolieren einfach die Evolutions einfach gleich komplett mitpoliert. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so nachdem alles zerlegt auf dem Tisch lag, ha, die Düsen sind ja auch ganz schön im Eimer, hey, die sehen auch schon ganz schön angelaufen aus. Eigentlich völlig blöd, weil es da völlig unsinnig ist, aber dann habe ich die auch einfach mal kurz so auf die Polierbürste gehalten und dann haben die wieder geglänzt und dann ich so, ja geil, passt. Völlig sinnlos eigentlich. Und das solltet ihr auch nicht machen, weil ich habe durch dieses kurz mal ranhalten, das sind ja alles so tolle präzisionshergestellte Sachen, habe ich einfach mal oben den Winkel oder die Öffnung so verengt, dass halt alle drei Düsen, die nicht mal einen Monat alt waren oder zwei, einmal alle drei im Arsch waren. Ja, lange Rede jetzt hier, um auf das Eigentliche zurückzukommen. Das ist mir hier, glaube ich, mittendrin passiert hier in dem Tutorial. Ich weiß nicht mehr genau wann. Irgendwann hier, ich glaube ab Folge 3 oder so wird mir das passieren. Und oder war es schon früher oder jetzt schon? Ich weiß es gar nicht mehr, ist jetzt schon ein bisschen lange her. Aber auf jeden Fall habe ich dann neue bestellt erstmal natürlich. Und das hat dann halt ein paar Tage gedauert. Und dann wollte ich aber, weil ich so Bock drauf hatte, dieses Bild zu malen, habe ich einfach meine drei Notfallersatzdüsen, die alle drei kaputt sind, aber halt alle noch so nur so ein bisschen kaputt sind, habe ich die einfach reingehauen und habe mit den kaputten geairbrushed. Also wenn mal hier oder da so ein Fletscher rauskommt oder die ganz nicht perfekt arbeiten, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. Da habe ich mir gedacht, ach komm, ich wirke da mal rum, ich bin da so jemand, ich wirke dann da so gerne rum, dann war das nicht so 100% optimal, aber es hat auch trotzdem funktioniert, weil die Düsen alle dann so halt paar waren aufgesprengt, da sind halt so kleine Risse und so, damit kann man zur Not schon noch arbeiten, man muss halt einfach noch mal deutlicher aufpassen und das ist mir tatsächlich hier passiert und war nämlich gedacht, ach, geht doch irgendwie und dann am Ende habe ich dann die neuen reingehauen und dann war das Projekt aber, glaube ich, schon fertig. So, nochmal ein Schlückchen trinken. So, jetzt habe ich ja schon wieder so viel gelabert, Mensch. Wie ihr seht, habe ich jetzt einmal, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, einmal das Kinn einmal schwarz unten entlang gelegt. Schon mal ein bisschen Schatten, schon mal ein bisschen die tieferen Falten in der Haut von der Kopfdrehung angelegt. Die werden wir auch nachher wieder ein bisschen mit Weiß ein bisschen runternehmen. Die sind jetzt sehr stark und sieht ja eher, wenn ich es jetzt so lassen würde, dann sieht es eher aus wie aus einem Comic oder so. Ich meine, durchs Einfärben nimmt man da das Schwarz auch nochmal ein bisschen runter, aber ja, das kann man so machen. Und schaut mal, hier ist eine Sprenkeltechnik, wenn man da so ein, man kann das ganz gerne machen. Ich glaube, der Chaosnips macht das immer mit so einem Holzstäbchen, also sowas wie man beim Zahnarzt, beim Hausarzt kennt, wenn man schön mal in den Rachen glotzen muss und einmal A sagen. Kann man so machen, dann kann man sprenkeln. Ich wollte hier eigentlich den 3-Tage-Bart reinsprenkeln, weil der am Hals und so unten ein bisschen Kinn und ein bisschen, Entschuldigung, hier den Lippenbart und so, das sind halt überall so 3-Tage-Bart-Punkte. Wollte ich jetzt schon mal so ein bisschen mit einarbeiten. Und ja, es klappt, aber es war hier einfach noch zu großflächig. Ich wollte es ein bisschen zentrierter haben. Und das Problem ist, normalerweise funktioniert das Schlauchknicken eigentlich ganz gut. Bloß mein Schlauch ist so dick und so ein guter, schöner, hochwertiger Schlauch, dass der sich so blöd knicken lässt, dass entweder gar keine Luft kommt, wenn ich es mache oder einfach, ja, ich kann es da nicht gut steuern mit dem. Und dann habe ich das einfach, kann ich da nicht so leicht zurückgreifen. Ich probiere es immer wieder und ärgere mich dann, weil dann halt auf einen Satz immer zu viel Farbe rauskommt. Aber hier
kann man das eben so machen oder man nimmt einfach einen Pinsel, das mache ich dann nachher. Da kann ich es ein bisschen gezielter und flächiger nachher machen, so wie ich das brauche. Aber so im Ganzen bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Es gibt ja eigentlich auch, glaube ich, Sprenkelkappen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber dann bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt erst letztens mit den Jungs auf Discord darüber gesprochen, weil die Evolutions und Infinities und so, die haben ja, wenn die meistens kommen, ja so eine Abdeckhaube. Und ich weiß nicht, ob das eine Sprenkelkappe sein soll oder einfach nur eine Schutzkappe, wenn man die Dinger kauft. Ich dachte mal eine Zeit lang, das wäre vielleicht echt so eine Sprenkelkappe, weil die sehen in der Regel so aus. So kenne ich sie von anderen Herstellern, deswegen dachte ich, das wäre hier auch so, aber das ist da gar nicht. Ich habe es mal echt getestet und es hat nicht funktioniert. Also gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es wahrscheinlich einfach nur eine Sicherungskappe ist, damit beim Transport da nichts beschädigt wird. Die Nadel etc. Eigentlich schade, weil so eine Sprenkelkappe eigentlich noch perfekter. Die kann man noch gezielter so ein 3-Tage-Bad machen. Und genau. Jetzt kramen wir mal kurz nach dem Pinsel. Dann machen wir eben hier nochmal die Struktur rein. Und da sehen wir, mit dem Pinsel kann man es ein bisschen auch nicht so ganz perfekt. Man kann den Bereich schon ein bisschen gezielter angehen, aber so wirklich mit dem Sprenkel bin ich noch nicht zufrieden. Eigentlich möchte ich es gerne mit der Gun machen. Also ich werde dann mir doch mal jetzt irgendwann einen etwas flexibleren Schlauch holen und dann einfach das dann mal machen. Weil irgendwie auch mit dem Pinsel bin ich da nicht zufrieden. Da kommt einfach zu, ja, nicht zu satt. Das finde ich jetzt hier gar nicht schlecht, aber auch das ist nicht immer so kontrolliert. Manchmal spritzt da mehr Farbe, weniger und ja. Aber so arbeite ich jetzt eben einfach schön den 3-Tage-Bart, die ganzen Stoppeln ein. Und wie gesagt, durchs Einfärben und durch, wir sind ja noch lange nicht mit den Kontrasten und mit Schatten und Licht fertig, da nimmt das Ganze noch ein bisschen runter, deswegen macht es lieber auch früher, dann habt ihr nachher eben nicht das Problem, dass das eventuell zu stark aufsetzt, aber je nachdem, wie stark ihr das haben möchtet, könnt ihr das eben machen und ganz zum Ende, wenn das eingefärbt ist, nehmen wir dann eh nochmal ein bisschen stark wird und ist schwarz und färben dann nochmal so ein bisschen den 3-Tage-Bart ein, machen den noch mal ein bisschen stärker sichtbar noch. Und unten haben wir eben schön das Grübchen. Das nehmen wir natürlich auch noch mit rein und machen da eben schön den Schatten und alles. Und ja, das Projekt macht richtig viel Laune. Ich habe da auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß dran. Und jetzt werden wir eben hier noch mal schön kräftig schön Details überall einarbeiten und das kann man eben, wie gesagt, das machen wir jetzt hier alles schön händisch. Ihr könnt das natürlich gerne so machen, da lernt ihr natürlich mega viel mit der Gun umzugehen. Wenn ihr da schon so ein bisschen weiter seid, könnt ihr das gerne probieren und zur Not macht ihr am Ende dann halt doch wieder mehr Farbverläufe, wenn es nicht so geil aussieht. Aber so könnt ihr dann einfach schön euch voranarbeiten und da richtig viel lernen, mit der Gun umzugehen. Und deswegen sind solche Tutorials eigentlich immer gar nicht schlecht für jedermann, damit ihr da einfach mehr übt. Und wer mehr übt, der wird immer besser. Siehe hier den Hardy, der hat jetzt Freihand angefangen, leckt mich am Arsch. Das sieht richtig gut aus, was der da rausballert. Und der Nils, der Chaos nimmt sowieso, der hat auch schon richtig Gas gegeben. Der hat auch schon richtig viel trainiert und das sieht man einfach. Und das widerspiegelt sich dann nachher einfach in der Qualität der Bilder. Und das ist doch am Ende des Tages das, was ihr wollt, das, was ich will. Einfach besser werden. Ich möchte, dass ihr besser werdet. Da bin ich auf die zwei Jungs schon richtig stolz drauf. Die machen das richtig mit Bravour. Also da freue ich mich immer richtig. Und genau, da könnt ihr euch auch gerne mal mit denen austauschen. Wie gesagt, auf Discord oder so. Die sind da auch viele unterwegs. Und bei denen habt ihr noch einfach noch einen näheren Bezug, weil die eben den ganzen Weg jetzt erst gehen. Ich bin natürlich schon viel länger im Geschäft und ist natürlich auch mal schwer, dann wieder das Verständnis zu haben, wie das mal früher war. Und die Jungs, die sind halt mittendrin und die könnt ihr euch auch noch mal viel besser helfen. Also schaut da gerne rein.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Detailarbeit und ich melde mich danach wieder.
So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch mal hier wieder ganz frech einfach mal 10 Minuten alleine gelassen mit dem Look und meiner berauschenden Hintergrundmusik. Aber vielleicht auch mal gar nicht schlecht, wenn ich auch mal die Klappe halt, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Pausen möchtet oder weniger. Ich komme jetzt eh noch mal einige Videos hier. Kommen noch einige an den Start. Und genau, wir fangen jetzt mal ein bisschen noch über der Lippe an. Hier sind natürlich viele Details drin. Hier ist mehr Licht. Und dann natürlich auch noch die Lippen. Und ja, das wird schon, das sieht man, wenn man so kleinteilig arbeitet, kann man schon gewisse Poren einarbeiten, aber es dauert halt einfach deutlich länger. Hier kann man mit so einer Hautschablone oder Porenschablone wahrscheinlich schon einiges wettmachen. Da müsst ihr einfach mal den Chaos Nips fragen oder er postet es einfach mal hier unter das Video, welche Schablone das ist. Vielleicht könnt ihr die ja auch gut gebrauchen oder was damit anfangen und sie euch einfach mal zu Gemüte führen. Und dann einfach das auch gerne mal ausprobieren, mir auch gerne schreiben, ob das geklappt hat, etc. Also macht das einfach. Und hier mache ich überall kleine Unendlichkeitsachten, um da eben so diesen, um diese Hautstruktur herzustellen. Und hier kommt doch immer gewisserweise immer mehr und mehr Farbe. Ich glaube, dass ich schon angefangen habe mit den kaputten Düsen. Ich glaube, bevor ich angefangen habe, habe ich, war es beim Vorprojekt, wo ich die so gereinigt habe und die schon vergilbt waren. Es kann, glaube ich, schon sein, dass wir schon aktuell mit den kaputten Düsen arbeiten. Und das habe ich ja knallhart durchgezogen. Durchs ganze Projekt. Also wenn ich das mit kaputten Düsen hinkriege, dann kriegt ihr das mit ganzen natürlich auf jeden Fall locker hin. Und ja, bei der Nase nicht wundern, ist eine ganz lange Zeit, sieht die komisch aus, weil da kommt dann unten noch den Nasenlöchern viel Schatten hin und das wusste ich ja und deswegen habe ich da eine Zeit lang, sieht die, glaube ich, etwas komisch aus. Aber das ist nicht schlimm, das machen wir am Ende wieder weg, so dass eben alles passt. Und wenn man sich jetzt hier so Step by Step durcharbeitet und man sich das Ganze anschaut, dann merkt man doch relativ, wie schnell das rund wird, wie schnell das so eine Dreidimensionalität kriegt, wie schnell das plastisch wirkt. Und das ist eigentlich das A und O für jedes Bild, egal was ihr macht. Immer Licht und Schatten beachten. Und das ist eigentlich echt wirklich das A und O. Wenn ihr das irgendwie halbwegs raus habt, dann sind solche Details nur noch die Kirsche auf der Sahne, weil dann, wenn ihr das Verständnis da mal habt, dann knallt das und dann läuft das auch richtig, richtig gut. Und ja, das ist eigentlich wirklich das A und O. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Beachtet das einfach. Wenn ihr natürlich Licht und Schatten setzt, die nicht richtig sind oder komisch fürs Auge, dann fällt das sofort auf. Man registriert das auch, wenn man es nicht so direkt wahrnimmt. Und dann wirkt das immer, dass die Bilder immer etwas sehr komisch aussehen. Deswegen, wenn ihr darauf achtet, dann habt ihr schon mal einen großen Pluspunkt. Und wenn ihr dann eben die Sachen gekonnt einsetzt, die Farbverläufe, dann bekommt ihr auch immer eine Dreidimensionalität hin. Das sehe ich ja bei ganz vielen Schädeln immer, die Anfänger machen, wenn dann natürlich die Licht und Schatten nicht stimmen oder einfach komplett fehlen oder man einfach nur mit der Schablone arbeitet und die aussprüht einfach nur und lässt, dann ist es natürlich nicht so stimmig und nicht so schön einfach. Und es liegt halt einfach an dem Dingens, wenn ihr da natürlich, ich finde eine Schablone, ist für mich eher sowas wie Vorskizzieren oder so. Es ist für mich irgendwie, für mich selber eigentlich eher wie wenn ich hier mit dem weißen Buntstift vormale. Das ist für mich nur eine Vorlage und dann gilt es, die natürlich auszumalen und der Leben einzuhauchen. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, macht das. Macht das bloß, dann sehen die Sachen viel, viel besser aus. Arbeitet und probiert da gerne rum. Ihr werdet auch Rückschläge haben, das ist ganz normal. Da einfach nicht entmutigen lassen. Schön fleißig meine Videos gucken und immer euch wieder anfeuern damit. Und dann werdet ihr da sicher besser. Also wenn ihr dann besser werdet, dann habt ihr das, was ihr wollt.
Und wie gesagt, außerhalb dieser Videos, dann kommt gerne ins Discord, wenn ihr Probleme habt. Oft werden mir auch sehr komplexe Fragen gestellt, die sind natürlich dann mit 500 Buchstaben oder so zum Schreiben einfach too much. Da tue ich mir dann natürlich auch, ist natürlich auch schwierig, dann so komplexe Fragen zu beantworten. Geht natürlich auch leichter hier einfach. Und dann kann man da auch einfach mal eine Runde schnacken und dann passt das. Dann haben wir alle was davon. Und ja, warum ich die eigentlich so stark bewerbe, ist eigentlich jetzt nicht hier mit der Plattform, da kann ich hier irgendwie kein Geld verdienen oder weiß der Geier irgendwas, sondern da geht es mir einfach, mir gefällt es persönlich einfach gut. Es ist einfach nur, da kann man einfach noch näher mit der Community eintauchen. Und dann kriegen wir auf jeden Fall mal wieder Post, wenn der Hund so krakelt. Der ist natürlich wieder hier. Der Wachhund, der ist eigentlich ganz cool. Also der bellt immer, wenn nichts ist. Und wenn was ist, dann bellt er nicht. Das ist immer der Klassiker. So, wenn wir jetzt mal aufs Bild zurückkommen. Wir bauen jetzt natürlich hier wieder, ihr seht, über der Lippe und schon rechts runter so ein bisschen und am Kinn entlang unten habe ich natürlich schon so ein bisschen mit dem etwas stärkeren, verdünnten Schwarz mache ich jetzt da einen dünkleren Schatten einfach schon für hier sprenkel. Ich versuche ihn nochmal zu sprenkeln, das hat nicht so gut funktioniert, ihr habt es gesehen. War ich mal kurz wieder kurz angepisst. Und habe mir gedacht, okay, dann lassen wir das. Einfach schnell drüber arbeiten. Das kann man einfach machen. So, da hat man einfach schnell meine Tochter den Raum gesprengt. Die will natürlich wissen, was der Papi da stundenlang in seinem Erbaschzimmer treibt. Und mit wem der da die ganze Zeit redet. Dabei rede ich nur mit mir selber. Ja, vergessen abzuschließen. Aber hier mit Kindern, da hat man ja keine Privatsphäre mehr. Nicht mal mehr auf dem Klo, ja. Oh Mann, auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, wie ich da oben schön den Fleck hingerotzt habe und jetzt habe ich das Ganze einfach schnell wieder über mit Weiß schnell korrigiert. Finde ich das Geile am Airbrushen, das kann man relativ schnell alles immer fixen. Und ich würde das euch auch sagen, macht sowas ruhig. Wenn ihr da was vollrotzt oder so, dann fummelt da gar nicht lange rum, sondern covert das schnell ab und macht das einfach neu. Und da probiere ich es jetzt wieder mit dem Pinsel. Hier will ich halt einfach wirklich nur dieses Lippenoberteil und da sprenkle ich jetzt nachher, glaube ich, mit dem Pinsel auch wieder mehr, als mir lieb ist. Und ja, ist dann immer ein bisschen, wie gesagt, ich bin dann auch nicht so glücklich. Und ich suche mir da jetzt halt den dünneren Schlauch und dann sollte das, glaube ich, auch klappen. Oder ja, nehme einfach ein bisschen Druck runter, vielleicht probiere ich da mal ein bisschen rum. Ein Kompressor, einfach weniger Druck, weniger Luft. Und ja, das habe ich erst vor kurzem gehabt bei einem anderen Projekt. Ich habe geairbrushed, habe dann Pause gemacht, habe die Kleine weggebracht, den Kindi und so. Kam dann wieder nach Hause und wollte dann gerade wieder loslegen und habe hier wieder alles ready gemacht, Kamera an, Lichter an und habe mich hingehockt, wieder hier die Airbrush gleich wieder in die Hand genommen. Da war ich wieder richtig heiß aufs Airbrushen. Airbrush los und Airbrush und dann immer wird die Farbe immer bekloppter und irgendwie süppelt es immer mehr rum. Ich denke mir, sag mal, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Was ist denn jetzt kaputt? Die ganzen richtig niegelnagelneu, da war jetzt ja alles neu, neue Düsen drin gehabt, alles. Ich denke mir so, hä? Was ist denn, hä? Und ich hatte natürlich auch Kopfhörer auf, nebenher noch Musik gehört oder YouTube, was auch immer. Und dann fällt mir so auf, ja, ich habe alles angemacht, nur den Kompressor nicht. Da war natürlich schon noch das Restvolumen drin oder der Restbar. Und das war ja auch nicht schlecht, aber das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Und das hat es immer mehr abgenommen und dann kam immer weniger Druck und irgendwann ist mir dann schon aufgefallen, ich sage, ah, okay. Und danach war wieder alles gut. Das war natürlich auch wieder richtig klasse, da habe ich schon wieder richtig lachen müssen. Wie genial das auch manchmal sein kann. Und ach, ich finde das jetzt schon so geil eigentlich von den Details. Ich finde es eigentlich so schade, dass ich da beim Einfärben so einen Fehler gemacht habe und mir nachher so die Details auch ein Stück weit richtig kaputt gemacht habe.
Was eigentlich richtig ärgerlich, weil da geht hier relativ viel Arbeit in die Binsen. Das wird euch Gott sei Dank nicht passieren, aber das war ärgerlich. Das war ärgerlich. So, und ihr seht, die linke Seite vom Luke ist eh relativ dunkel. Da habe ich jetzt gar nicht viel Farbe gegeben. Nur so ein bisschen da, ein paar Falten, ein paar Punkte, die halt noch ein bisschen erhabener waren, die ein bisschen mehr Licht abgehickt haben. Aber wie gesagt, die linke Seite und auch das linke Nasenloch und unterhalb der Nase und der linke Nasenflügel, da kommt überall noch relativ viel Schatten hin. Hier mache ich ein paar Muttermale mal jetzt noch gleich mit Schwarz rein, damit die nachher nicht so verloren gehen. Und ja, hier ist einfach wieder schöne Gun Control gefragt. Viel Kleinarbeit, schöne Details. Ist halt schon cool, wenn man dann an einen gewissen Punkt kommt, wo man sowas machen kann, wo das auch gut funktioniert, wo man wirklich schön fein arbeiten kann, wo man dann gut vorwärts kommt. Dann macht das Ganze richtig, richtig viel Spaß. Ist natürlich mit allem so, dass man natürlich da auch erstmal ein bisschen üben muss. Aber wenn das dann mal hinhaut, dann ist das doch richtig, richtig cool. Und ja, ich glaube, da hatte ich mal wieder irgendwas in der Düse vorne drin. Ich hatte ja, das war kurz mal wieder, dass ein richtiger Pinselhaarstrich drin war. Ich da mal kurz mit dem Pinsel den jetzt bei der Zwischenreinigung kurz sauber gemacht habe. Und der hat natürlich glorreicherweise direkt ein Haar verloren. Und das war natürlich direkt in der Gun drin. Das kann manchmal schon richtig, richtig scheiße sein. Aber ihr seht, ich probiere es mit dem Sprenkel immer wieder, weil ich einfach keinen Bock habe auf diesen Pinsel. Aber ihr seht, es will nicht klappen. da steigt schon so langsam wieder das Frustrations- und das Aggressionslevel an. Und ja. Aber ihr wisst ja, man muss einfach zen-mäßig bleiben. Und ihr wisst ja, seit der Chromschrift, wie zen-mäßig ich bin. Ja. So, ich trinke noch mal ein Schlückchen. Oh. Herrlich. So, jetzt machen wir noch die Lippe. Give me the fat lip. Und da machen wir jetzt natürlich so ein bisschen Struktur auch rein. Da sind auch viele Reflexionen, viele kleine Striche. Aber die werde ich leider noch ein paar Mal mehr machen müssen. Aber ich lege sie jetzt natürlich auch schon mal vor, damit wir nachher die ganze Detailarbeit natürlich hier, also so größere Flächen natürlich dann auch wieder ein bisschen Overspray verursachen, wenn man nichts ganz so fein arbeitet. Und dem Ganzen auch ein bisschen vorzubeugen, machen wir da jetzt auch noch schnell fertig. Oder legen sie schon mal ein bisschen vor. Und dann hat man nämlich einfach schon mal eben einfach so die Teilbereiche alle fertig. Und dann kann man immer nachher im Nachhinein noch sagen, okay, ich gehe nochmal zurück ans Kinn, mache da noch mehr Details rein und dann mach die Schatten besser. Oft ist es auch so, dass ich jetzt dann so dranhänge und dann wieder so in meinem Flow bin und so in meinem Tunnelblick und dann einfach rausballer hier. Ich baller einfach die Sachen raus und habe da meinen Spaß und es macht mir auch richtig viel Bock. Und manchmal verliere ich so den Blick für das Gesamte. Und dann hilft es mir immer, dann einfach mal so eine Runde mit dem Hund zu drehen oder einfach mal auf dem Balkönchen hier irgendwie ein Käffchen zu trinken, ein bisschen mit der Frau zu schnacken. Und wenn ich dann wieder zurückgehe und mich dann hinhocke vors Bild und dann erstmal sehe, okay, hier stimmt aber was ganz, ganz, ganz gar nicht. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ganz oft so der Fall, wo mir dann auffällt, da habe ich ja völlig was vergessen oder so. Und das hilft dann schon ganz gerne mal, wenn man einfach mal kurz von seinem Bild einfach Abstand nimmt, dann hat man einfach nachher wieder so einen besseren Gesamtüberblick. Vor allem, wenn ihr dann mal eine längere Zeit gebrusht habt, so wie ich dann jetzt hier. Jetzt haben wir ja bald schon eine Stunde voll. Und da hilft das schon ganz, ganz gut, wenn man da einfach mal hier so ein bisschen sich das Ganze dann nochmal von der Distanz anguckt und dann einfach wieder den Blick fürs Ganze hat. Und das hilft hier, bei so Porträts hilft es, glaube ich, ungemein, hilft auch euch als Anfänger. Wie gesagt, macht da auch lieber gern mal eine Pause mehr. Und dann passt das auch. Und ja, das ist,
Hardy hat ja schon gefragt, ob ich mal endlich ein Porträt machen kann, weil er hat ja jetzt eins gemacht. Und ich gesagt, ja, ich habe schon eins fertig gemacht, aber das Video kommt natürlich viel, viel später. Ich hoffe, es bringt dir trotzdem noch genug. Aber sein Porträt war super. Also richtig, richtig geil. Könnt ihr euch anschauen, eben bei Discord, da gibt es einen Bereich eure Artworks, Bilder und laufende Projekte. Und da hat er eben hier die von X-Men gemacht. Ach Gott, ich und Namen, ey, es ist so schlimm. Ich kann mir so viel unnutzen Mist merken, aber wenn es um Namen geht, egal welche, dann ist das so eine Krux. Die blaue, die sich halt verwandeln kann. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, Mensch. Wenn ich es wieder sehe oder höre, dann denke ich wieder, ey, Gottes Willen. Der Hardy kannst du ja drunter schreiben, dann wisst ihr das auch in die Kommentare. Und der hat die gemacht und die sieht super geil aus. Also ich meine, er hat ja viel mit Schablonen gemacht und so. Und er hat dann eben im Discord, dann, als wir gequatscht haben, gesagt, ja, er möchte aber auch mehr Freihand. Er möchte dieses Freihand. Der möchte einfach besser werden. Und dann hat er sich das Projekt geschnappt. Und ich war mega positiv überrascht, wie gut der das umgesetzt hat. Wie gut du das gemacht hast, Hardy. Ich Applaus für dich hier nochmal. Nee, das sieht richtig, richtig spitze aus. Da war ich richtig begeistert von, bin ich auch immer noch. Und wie gesagt, das könnt ihr euch da ruhig angucken. Müsst ihr nur ein bisschen hochscrollen dann einfach, dann seht ihr das irgendwo. Oh, das sieht schon richtig bombig aus. Und ja, vielleicht teile ich das auch demnächst mal als Community-Post. Dann seht ihr das auch vielleicht einfach mal nach dem Video hier irgendwann Mitte der Woche dann einmal. Und das ist schon richtig, richtig klasse geworden. Und das finde ich halt geil. Da bin ich ganz stolz auf meine zwei Jungs, die machen das richtig bombig. Und da sind auch viele Neuzugänge. Auch der hier Ink Master ist am Start. Und der Maxi, der teilt auch fleißig seine Sachen. Das ist auch super. Also das ist ganz bunt gemischt hier, die Truppe. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Auch mal ganz nett zu sehen, was die Leute so für verschiedene Projekte an den Start bringen und machen. Das finde ich immer ganz interessant, so von mir aus einfach. Bei der Lippe haben wir natürlich jetzt in der Mitte etwas dunkel, weil natürlich auch da der Schatten jetzt ist. Dann haben wir die Lippenmitte, die ist natürlich sehr hell. Da ist dann das Erhabenste und dann nach unten weg wird die Lippe wieder dunkler. Da bringen wir natürlich so eine Rundung rein. Hier ist natürlich dann ganz unten aber wieder der harte Schatten. Deswegen müssen wir da einen kleinen Rand lassen, damit die Lippe nachher nicht einfach untergeht in dem ganzen Schwarzen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Und dann machen wir natürlich noch die Oberlippe. Die ist deutlich dunkler. Da sind auch viel weniger Details drin. Das ist immer dann, bin ich dann immer dankbar, wenn ich etwas habe, wo dann weniger Details drin sind, dann habe ich einfach weniger Arbeit. Und ja, so kann man sich Step by Step dadurch durchwühlen und dann hat man da eigentlich ganz stimmige, coole Sachen, coole Details und man lernt einfach bei so einem Tutorial, glaube ich, ganz viel Details, Techniken, Verläufe. Ich glaube auch ganz wichtig ist so das Verständnis, das unterschätzen auch viele, einfach das Verständnis zu begreifen. Das ist einfach, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Den hatte ich ja dann bei meinem Airbrush-Kurs. Der Nils hat gesagt, beim Skull war bei ihm so der Moment, wo es Klick gemacht hat, beim Hardy bei seinem Porträt. Und es fällt mir dauernd noch Jennifer Lawrence ein, die hat hier gespielt, aber ich komme jetzt auf den dummen Namen. Jetzt muss ich jetzt, glaube ich, hier. Ach, nee, ich google das jetzt nicht. Also, was soll's hier? Schreibt's da rein. Ah, herrlich. Ja, und abonniert gerne die Leute, die sich das bis jetzt angucken. Erstmal Dankeschön, dass ihr da so lange dran bleibt. Aber für die ganzen Leute, die sich das bis jetzt angucken, abonniert gerne den Kanal. Und like den gerne und schreibt einen Kommentar oder so. Leider sehe ich in den Statistiken, dass sich sehr viele meine Videos anschauen, wirklich sehr viele und davon aber nur 26% Abonnenten sind und der Rest sind alles Leute, die nicht abonniert haben. Ist aber ein bisschen schade eigentlich.
steckt so viel Arbeit in solchen Videos hier. Da bin ich doch schon ziemlich lange beschäftigt. Nicht nur mit dem Herstellen, sondern natürlich auch hier mit dem ganzen Videoschneiden, Schnipsel raussuchen etc. Das ist unwahrscheinlich viel Arbeit und dann sind wir noch nicht mal beim Hochladen und bei der ganzen Detailgröße, wie ich schon gesagt habe, da mal so 40, 50 GB hier rendern, abspeichern, komprimieren, dann wieder bei YouTube hochladen, damit das natürlich da nicht 10 Stunden dauert. Also ja, das ist schon richtig viel Arbeit. Und da würde mich schon freuen, wenn ihr das mich wissen lässt mit solchen Daumen und Abos, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich habe ja immer noch vor, den Airbrush Olympia zu erklimmen. Ist mir natürlich auch klar, als Deutschsprachiger und so kriegt man natürlich nicht so eine Reichweite wie Englischsprachig und so, aber Englisch, ja, ich kann die Basics, aber halt mehr auch nicht. Und da fange ich erst gar nicht an, wenn ich es nicht hinkriege. Deswegen habe ich das einfach kategorisch abgelehnt. Dafür gibt es die supergeilen textgenerierten Untertitel, die ich, ich schon selber gesehen habe, teilweise richtig nice sind. Ja, aber mein Gott, damit muss man leben. Irgendwas gibt, man kann nicht alles haben, ja. Aber trotzdem kann ich ja damit den Olymp erklimmen. Jetzt habe ich euch mal ganz nah ans Näsle geholt. Und das Näsle. Und da seht ihr jetzt mal da schön, wie schön ich Detailarbeit mache und hier. Und warum die Gun meistens verstopft und man da vorne wegfutzelt. Ihr seht es schon vorne auf der Nadel ist schon viel Farbe drauf. Wenn ihr natürlich Farbe gebt und Luft und Farbe und dann einfach abrupt aufhört, dann sammelt sich ganz schnell vorne Farbe. Wenn ihr natürlich Luft gebt, dann die Farbe gebt und dann nachher nochmal Luft zum Ende hin, also den Hebel erst wieder in die Mitte zurück und dann loslasst, sammelt sich prinzipiell viel, viel weniger Farbe vorne an der Nadel. Und dann könnt ihr viel länger mit der normal brushen, bis sich dann einfach mengenbedingt irgendwann mal wieder was ansammelt. Dann fussel ich das vorne kurz weg und dann hat sich das erledigt. Hier sieht man das ganz schön, wie kann man schön lange mitarbeiten, wenn man das halt einfach so beachtet. Manchmal bin ich auch so drin und vergisst es dann. Dann sammelt sich ein bisschen mehr Farbe. Dann muss ich ja öfters mal ein bisschen vorne abfutzeln. Aber im Mai ist jetzt nicht so schlimm, aber ich denke für einen Anfänger gar nicht so verkehrt. Und ja, hier war irgendwo Dreck dran, weil die arbeitet jetzt richtig breitflächig, die Gun. Ist eigentlich nicht so geil, aber hier hat es jetzt gerade gepasst. Da habe ich mir gedacht, ach, ist ja wurscht. Dann kann ich das erstmal ausmalen kurz hier. Und dann passt das. So, ach, der Maxi, der postet hier gerade schon nebenher. Wieder im Discord Sachen, während ich hier aufnehme. Und das ist ein richtig schöner Skull mit rotem Tribal. Das sieht aber geil aus. Das gefällt mir richtig gut, ey. Mensch, Maxi, das hast du richtig geil gemacht. Das ist super. Das poste ich mal danach auch noch hier in der Community. Das sieht ja richtig spitze aus, Mensch. Und zurück hier. Lass mich hier ablenken. Hier. Ihr seht jetzt, die Nase sieht jetzt etwas komisch aus, oder? Würde man meinen. Also das rechte Nasenloch sieht gerade aus wie richtig groß und das linke eher klein. Ist auch positionsbedingt auch so. Aber hier ist es jetzt noch ein bisschen extremer, aber es ist nicht so wild, weil da kommt eh noch viel Schatten drüber. Das sieht man nachher dann. Also am Ende des Tages passt das wieder. Ich weiß nicht, wann ich das nachher noch ein bisschen besser korrigiere. Oder ob es ein bisschen länger dauert, aber ich sehe das schon immer von Anfang an. Aber ich gucke dann einfach erstmal, dass ich so den Rest hinbekomme. Und wenn ich damit schwarz anfange, dann ziehe ich die Nasenlöcher dann besser nach. Und dann passt das, glaube ich, auch. Und ja, so arbeiten wir uns dann halt detailtechnisch da schön voran und einfach hier gucken, dass es halt einfach immer passt. Aber sowas kann manchmal, wenn man so da ewig lang davor und so gerade dran, wo sich dann jeder denkt, oh yes Gott, das muss man doch sehen. Ja, genau dann sieht man es nicht, weil dann will man erstmal, so, dann ist man so in seinem Ding drin, bis mir dann auffällt, ah, hoppala, da habe ich ein bisschen zu weit unten angesetzt mit der Weiß oder so. Oder ja, dann, es lässt sich natürlich bei mir beim Abzeichnen manchmal auch nicht zweifelsfrei erkennen, wo fängt der Schatten an und wo ist tatsächlich das Nasenloch. Das Nasenloch ist da wahrscheinlich einen Tick weiter oben
und ich habe das aber als Schattenverlauf gesehen und deswegen wahrscheinlich dann dementsprechend falsch hier vorgezeichnet. Deswegen sieht es auch so aus. Aber wenn ihr euch das Referenzbild hier anseht, und das könnt ihr ja machen, weil es ja in der Infobox drin ist, seht ihr, dass ich das irgendwann auch korrigiert habe. Und das dann auch passt. Und ja, muss man halt einfach einen Blick haben. Muss man halt einfach schauen. Und auch hier wieder schöne Detailarbeit. Wieder schön, richtig, richtig schön da dran, aber schön gezielt Farbe, Material. Es ist halt immer so ein Spiel aus der verdünnten Farbe, aus dem Druck und aus seinem Handling, wie gut man da zurechtkommt. Und wenn man das einmal mal raus hat mit seinem Setup, dann klappt das auch viel besser. Und ja, das sieht irgendwie so strange falsch aus. Ich weiß nicht, wie lange das so geht, wie lange das noch so bleibt. Sieht auf jeden Fall jetzt sehr, sehr strange aus. Aber ja. Das ist irgendwie witzig. Nee, aber das ist wirklich hier. Ah, die Gun ist so aufpoliert. Ihr seht es, ey, da spiegelt sich ja alles drin. Das ist ja Wahnsinn. Ja, am Becher oben, da spiegelt sich die ganze Bude drin. Also die Chrompoliererei da, die Paste, die ist richtig gut. Die hat der Hardy mir auch gesagt, die benutzt er tatsächlich auch. Ja, die hat damit macht er auch immer seine Nadel und so, poliert auf Hochglanz. Habe ich nur lachen müssen. Und ja, die funktioniert sehr gut. Also wenn ihr wissen wollt, welche das ist, schaut euch kurz das Quick-Tip-Nadelpolieren-Video an, dann wisst ihr es. Da habe ich die auch drinnen verlinkt in der Infobox. Und dann wisst ihr da genau, welche wir da nehmen. Die funktioniert ganz gut und die lässt sich auch hervorragend am Auspuff benutzen. Habe ich einmal kurz meinen Auspuff hochpoliert auf Hochglanz. Der hat danach geglänzt wie ein Affenarsch. Das war wieder herrlich. Dann nichts Schöneres, wenn wieder alles glänzt wie neu. Besser wie neu. Deswegen hier machen wir jetzt eben wieder schöne Detailarbeit. Ach, Airbrushen ist einfach so ein geiles Medium. Ich feiere es einfach total. Und das ist einfach super. Und ihr seht da unten jetzt auch die Pünktchen, die sind nicht schlecht, aber wenn ich jetzt sehe, wie viele Pünktchen da oben sind, wo ich sie eigentlich nicht haben wollte, das Sprenkeln, das geht mir noch irgendwie auf den Senkel. Da muss ich echt den anderen Schlauch holen, das ist schon wieder, nervt mich dann schon wieder, wenn ich es nicht irgendwie anders hinkriege. Ja. Ach, nee, hier gerade schon wieder müde, hier muss ich mir gleich erstmal einen Kaffee gönnen, einen schönen, heißen Kaffee. Oh, der macht mich gleich richtig an. Aber mit dem Teil dauert es jetzt eh nicht mehr lang, sind wir hier auch bald fertig. Ihr seht, ich arbeite jetzt hier nochmal ein bisschen mit der Weiß nach. Die Weiß, beziehungsweise die Aal Plus hier, die hat irgendwie richtig, ja, die wollte, da war die Düse, glaube ich, am schlimmsten. Also merkt man, glaube ich, auch hier ganz gut. Weil die irgendwie gar nicht mehr schön fein arbeitet. Das ist natürlich für das vorliegende Deckweiß nicht so optimal. Da macht man natürlich Overspray und dann sieht das alles wieder nicht so geil aus. Und ja, da muss ich halt jetzt hier öfters hin und her arbeiten. Das hätte ich mir jetzt natürlich auch sparen können, wenn man sich das rechte Nasenloch anguckt. Wie viel Overspray da jetzt schon wieder im Schwarz drin ist. Das ist natürlich dann einfach, ja, ist halt einfach unnötig viel Arbeit, aber na, wenn das Zeug halt kaputt ist und man halt doch rumwürgen will und rumfuscht, so wie ich, dann ist das halt so. Ja, aber mich kann dann halt vom Airbrushen nichts abhalten, nicht mal kaputtes Zeug. Wenn ich da mal loslege, dann kriege ich den Rappel des Jahrhunderts. Das ist halt, da kenne ich nichts. Ja, auf jeden Fall haben wir echt. Ich finde die Hautporen da, so wie ich sie gemacht habe, gar nicht schlecht, so in dem Weißen und auch links. So ein bisschen da, wo der Schatten ist, ist natürlich ein bisschen gröber, weil man es da nicht mehr so gut erkennt. Und natürlich da bei den Highlight-Sachen, da muss man halt einfach noch feiner arbeiten, weil man da einfach die Porenstruktur noch viel besser kennt. Wenn ich ehrlich bin, die Struktur ist oft im Referenzbild, das ich benutzt habe, noch viel, viel, viel krasser. Da habe ich mir gedacht, das kann ich ja, also da bin ich ja, da könnte ich wahrscheinlich schon machen, aber dann brauche ich wahrscheinlich
200 Stunden dafür. Also das sind wirklich so klein, wirklich mini kleinteilige Porenansätze gewesen. Das war wirklich extrem. Also da würde ich wahrscheinlich eher dann auch zu der Schablone vom Chaos-Snips greifen und dann da eben so highlight-technisch dann so noch wirklich die Struktur reinbringen oder so. Aber nee, also da bin ich auch nicht so der Typ für. Also ich mache gerne Bilder hier. Ich habe auch hier das Projekt, das ging über eine Woche oder so, ja. Da mache ich dann gerne, aber das reicht mir dann auch. Und ich kann das dann nicht wie andere, die dann da irgendwie 200, 300 Stunden oder 80 oder 100, keine Ahnung wie viele Stunden da reinbuttern. Und ja, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Da bin ich auch nicht geduldig genug. Da bin ich einfach zu ungeduldig. So. Jetzt machen wir eben hier noch schön die Nase fertig hier. Also fertig, nicht ganz fertig. Fertig ist sie noch lange nicht. Aber wir machen den Teilbereich jetzt hier noch. Und das ist eben nicht mehr so viel. Ein paar Highlights, da wo es ein bisschen stärker ist, nehme ich da stärker raus. Und ihr seht auf so einem Leinwandkarton, wie gerade eben, wenn es da mal kurz ein bisschen überhanden mit der Farbe oder die zu stark verdünnt habe, ein bisschen. Ich meine, ich halte mich da jetzt ja nicht immer exakt an irgendeine Formel, sondern ich mache es immer nach Gefühl. Manchmal verdünne ich es auch ein bisschen zu stark oder so, dann läuft sie halt deutlich schneller, wie man da sieht. Dann nehme ich da einfach ganz gerne beim Leinwandkarton oder bei der Leinwand generell einfach kurz den Finger und wisch drüber und dann ist das eigentlich immer passé. Kann man das ganz gut, gut damit umgehen und das gut machen ohne Probleme. Ich hoffe, es hält jetzt das Geschrei meiner Tochter da nicht und die hängt natürlich an der Tür und will jetzt langsam nicht mehr gehen, aber es ist gar nicht schlecht, weil das Video hier gleich zu Ende ist. Das halten wir noch durch. Und genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nachher bei Teil 2 dann am Start auch seid und mir eure Meinungen und eure Gedanken und Ideen zu dem Ganzen mitteilt. Und wie gesagt, teilt gerne eure Bilder mit mir, mit der Community. Ich kann sie wiederum dann als Community-Beitrag bei YouTube posten. Da können sich dann andere mal die Arbeiten von euch anschauen. Das finde ich eigentlich total cool. Und ja, macht das am besten. Ja, entweder über E-Mail oder wie gesagt am besten übers Discord. Da kann man super die Bilder teilen. Da habe ich die gleich auf dem Rechner oder am Smartphone. Das ist dann nämlich ganz gut für mich dann mal abends, die da mal irgendwie schnell auf dem Sofa hier mal zu posten und zu teilen und so. Ist für mich auch einfach leichter. So, jetzt macht aber meine Stimme hier auch langsam nicht mehr mit dem ganzen blöden Schnupfen, also scheiß Pollenkack da, mich hier ganz fertig macht. Auf jeden Fall seid gerne mit dabei bei Teil 2, wenn der kommt. Und ansonsten schaut euch gerne die ganzen Sachen an, die Entschuldigung, euch der Algorithmus zuwirft. Ich habe ja einen Haufen Tutorials für euch am Start. Also viel Spaß damit.